Der eine Bruder wusste sowohl das deutsche als auch das lateinische Lexikon und 3 Jahrgänge der Städtischen Zeitung auswendig. Das deutsche Lexikon. Ab und zu. Abend. Amor. Liebe. Asinus. Esel. Er liebt einen Esel. Ja, ja. Er unterhält sich auf Latein. Er sitzt nur da und zieht an ihren Zitzen. Blöde Kuh. Was? In demselben Augenblick erschien der dritte Bruder. Ja, denn es waren ihre 3. Aber niemand zählt ihn als Bruder mit, weil er nicht die gleiche erstaunliche Gelehrsamkeit besaß wie die anderen beiden. Und alle Welt nannte ihn Tölpel! Hans ist mein Name. Als Tölpel Hans seine beiden Brüder sah, die fein gekleidet auf ihren schönen Pferden saßen und zur Abreise bereit waren, rief er: Hallo! Wo wollt ihr denn hin, eurem Sonntagsstaat? An den Hof, um mit der Königstochter zu plaudern. Hast du denn nicht gehört, was im ganzen Lande aufgetrommelt wird? Riefen die Brüder. Was ist das für ein Geschwätz? Ein Pferd. Dir gebe ich kein Pferd. Soll ich etwa kein Pferd bekommen? Na, dann nehme ich meinen Ziegenbock. Der gehört mir. Und er ist imstande, mich zu tragen. Und dann setzte er sich rittlings auf seinen Ziegenbock, stieß ihm die Hacken in die Seite und sprengte die Landschaft entlang. Hui, wie das ging! Entschuldigen Sie. Störe dich. Ich bin Vogelstimme. Ich muss meine Stimme geölt halten, wie Sie an der Reihe sind. Habe nämlich gehört, dass die Königstochter sich sehr für Vogelstimmen interessieren soll. Darin sehe ich meine Chance. Hier, weichschneblicher Grünfink, der Paarungsschrei. Warnsignal Männchen. Mit schönen Worten komme ich geflogen, ziele auf sie mit Amors Bogen. Ach, du holde Königstochter. Sehnsuchtsvollen Schmerz. Empfang mein galoppierend Herz.